zusammen. Ja, und heute kommt ein Pop-Out-Video. Und zwar habe ich ja wieder Resin gemacht und ich dachte, ja, ich mache einfach auch mal ein Pop-Out-Video. Und ich hatte euch das ja auch noch gezeigt in meinem Tutorial. Habe euch das auch gezeigt, die erste Schicht, die ich gemacht habe. Aber da werde ich dann auch noch mal einen richtigen Tutorial zu machen. Aber ich dachte ja, dass ihr das mal so sehen könnt, wie die erste Schicht, was ich da für Farben und so verwendet habe. Und ich habe, wie gesagt, ja noch ein paar andere Teile noch gemacht, wo ich den Hintergrund nicht weiß gemacht habe. Aber die müssen, wie gesagt, noch ein bisschen trocknen. Da hinten habe ich noch vier andere noch stehen, aber die hole ich jetzt nicht hierher. Die werde ich, denke ich, im nächsten Video. Ja, und heute werde ich diese dann mal gucken, wie die geworden sind. Und ihr hattet das ja in meinem Tutorial gesehen, wo ich den Sumiko Kurashi, den Bärchen, gemacht habe davon. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lange weiter, weil es soll eigentlich nur ein kurzes Video werden. Ihr seht ja auch, es ist nicht so viel, ne, die sechs Pfötchen hier und diese drei. Ja, und deswegen würde ich sagen, fange ich an und ja, kurzes kleines Video, darf auch mal zwischendurch sein und wünsche euch dann viel Spaß. So, ich habe die Kamera eben mal wieder vernünftig hingestellt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier sind ja diese Pfoten und dann hier diese Herzchen. Die Runden finde ich auch immer toll, die gieße ich auch immer sehr gerne. Da mache ich dann immer so Kawaii-Zeugs rein. Oder ich möchte demnächst auch mit Buchstaben Perlen ausprobieren. Ja. Ich fange einfach hier mal mit an und hole das einfach so raus. So, ich bin echt gespannt, wie die denn geworden sind. So, das ist das erste Teil. Ich hoffe, man sieht das auch. Da habe ich, wie gesagt, die Schmetterlinge ausprobiert. Die hatte ich ja in Goodiebag-Tausch. Ja, der ist eigentlich recht gut geworden. Muss ich sagen, gefällt mir. So mit den Schmetterlingen. Mal gucken, ob ich da einen Magnet draus machen werde. Hinten werde ich das dann noch beglittern. Viel Abschleifen brauche ich hier an den Kanten auch nicht. Ist auch super. Und glitzert so schön. Yay! So, dann den nächsten. So. Oh, der ist auch toll geworden. Da habe ich auch wieder so einen Schmetterling. Ich liebe ja Schmetterlinge. Ja, gefällt mir auch. Allerdings ist der jetzt nicht so in der Mitte. Der ist ein bisschen runtergerutscht, aber das macht nichts. Hier sieht man das auch, alles schön gerade geworden. Ich habe auch bei den runden Formen auch die Kawaii-Sticker von Teddy, die zeige ich euch auch mal eben. So, und zwar diese hier, die verwende ich auch sehr gerne. Da habe ich nämlich auch einige eingegossen. Ich habe mir die ja damals doppelt gekauft. Und zwar seht ihr das auch hier, da habe ich schon einige verwendet. Ich habe schon so viele da mit eingegossen. Die muss man allerdings immer wieder ein bisschen runterdrücken, weil das ja ein bisschen dickere Sticker sind. So, man kann natürlich auch andersrum gießen. Ja, und die hier, die benutze ich auch sehr gerne. Wie gesagt, die anderen müssen noch trocknen. Da habe ich nämlich auch ein paar davon eingegossen, außer die mit den Wackelaugen. Da habe ich die dann vorsichtig abgemacht. Den Wackelaugen. Ich weiß gar nicht, wo ich die hier noch habe. Oder solche Sticker habe ich dann noch verwendet. Da habe ich auch noch die Katzensticker von. Ja. Guck, da habe ich die einigen verwendet. Aber die anderen müssen, wie gesagt, noch trocknen. So, dann mache ich das nächste. Das kann ja auch an Seite.
ist ein bisschen schwierig rauszubekommen erst am Anfang. Und er schaut so aus. Ja, ich hoffe, man kann das gut erkennen. So, hier seht ihr das auch nochmal. Die erste Schicht und die zweite Schicht. Es ist alles schön gerade geworden. Das gefällt mir. Ich habe hier, wie man sehen könnt, gelbes Glitzer verwendet. Deswegen sieht das so leicht gelblich aus, orangelich. Da habe ich verschiedenes Glitzer verwendet. Alles schön gerade geworden. Die erste Schicht und zweite Schicht. Auch hier brauche ich nicht so viel abschleifen. Auch alles schön gerade. Ich zeige euch das mal. Ja, so sieht das dann aus. Die gingen super einzugießen. Finde ich auch sehr schön, diese Herzchenform. Und auch die runde Form mag ich sehr gerne. Da habe ich jetzt weißes Glitzer genommen, dieses irisierende. Und hier habe ich dann so orange und gelb. Das seht ihr hier ja auch so ein bisschen. So, dann bin ich mal gespannt, wie die hier geworden sind. Muss ich gucken, wie ich das am besten da raushole. Ist immer ein bisschen schwierig. So, hier habe ich die erste Pfote. Die muss ich dann aber, wie gesagt, noch bearbeiten. Hinten glänzt es, vorne ist es matt, das kann man auch fühlen. Ja, die muss ich, wie gesagt, dann noch bearbeiten. Gucken, wie der andere geworden ist. Ist immer so ein bisschen schwierig, da rauszuholen. Da werde ich bestimmt Magnete oder so von machen oder Schlüsselanhänger. Hier habe ich Pigment verwendet und weiße Acrylfarbe. Ja, das muss ich dann noch ein bisschen bearbeiten. So, den nächsten hole ich dann mal raus. Ja, die sind sehr schön geworden. Ich werde das Ganze dann noch lackieren. Eine sind ein bisschen dünner, die anderen sind ein bisschen dicker geworden. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann hole ich mal die nächste Form Foto raus. Und die schaut so aus. Die finde ich auch ja richtig toll. Da habe ich auch wieder Pigment genommen und ein bisschen Acrylfarbe, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht. Und auch Acrylglitzer. So ein bisschen gemischt. Ist auch ein bisschen dünner geworden. Wie gesagt, einige sind dicker, einige sind ein bisschen dünner. So, den nächsten. Aber ich bin eigentlich soweit sehr zufrieden. Außer hier jetzt. Das kann man aber, seht ihr, so abmachen. Okay, das ist ja gar nicht so schlimm. Bisschen abschleifen hier die Kante. Und die nächste. Wie gesagt, ist nur ein kurzes Video. Aber dann habt ihr das ja auch mal gesehen. Ja. Und das schaut so aus. Hier kann ich vielleicht noch ein bisschen lackieren. Da fehlt ein bisschen Farbe, aber das ist nicht schlimm. Das kann mal passieren. So. Ja, und das andere muss, wie gesagt, noch trocknen. Was ich euch vorhin gezeigt habe, da habe ich so ein bisschen Kawaii-Sticker auch verwendet, ne? Aber wie gesagt, das werdet ihr vielleicht im nächsten Video sehen. Mal gucken. Ihr habt ja jetzt auch mal gesehen, ne? Ja. Und das ist dann die Pfotenform. Die muss ich dann wieder sauber machen. Ich habe mir jetzt auch so eine Katzenform bestellt. Hey, da habe ich eine Halbperle. Könnte man ja so Halbperlen von machen. Ja, mache ich die noch ein bisschen sauber. Genau. Finde ich echt schön. Die kleinen habe ich auch davon. Mir fehlt nur noch die Katzenform. Dann habe ich auch alle. Ja, das war ein kleines, kurzes Video. Und so habt ihr das ja auch mal gesehen. Ja, dann werde ich mich jetzt auch bei euch verabschieden. Und dann sage ich
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.